Ein Osram-Lager ist natürlich hier hinten. Und da gibt es natürlich Beuteaufträge und noch zwei. Notizen. Genie bei der Arbeit. Ich kann keine Ablenkung gebrauchen. Wenn du Bauteile brauchst, kannst du... Oh, eine Jägerin. Ja, gut, gut. Ich hatte gehofft, eine zu treffen. Aha. Die Zeit drängt für mich. Aloy. Dieser Kerov erwartet nur die beste Rüstung im ganzen verbotenen Westen von mir. Aber ich, Panda, liefere ihm ein Meisterwerk. Und du wirst mir helfen, es zu erschaffen. Natürlich wirst du dafür entlohnt. Obwohl meine Arbeit zu sehen, Lohn genug sein sollte. Aha. Du gehörst zu Kerovs Leuten? Du willst also auch die beste Rüstung bauen? Mit den Tenak direkt nebenan? Ha, die haben doch ihre ganz eigenen Probleme. Und überhaupt, bald nie mehr. Ich mache nicht nur eine Rüstung. Ich erschaffe hier ein Kunstwerk. Erfüllt von der Majestät alter Maschinen und wundersamer Relikte. Mit der Standhaftigkeit des braven Flughorns und der Wut des rasenden Verwüsters. So, womit willst du anfangen? Gib, Alter! Du sagtest etwas von Flughornteilen für deine Rüstung. Es gibt eine Herde nicht allzu weit von hier. Wenn du mir die richtigen Teile bringst, wird die Rüstung so unerschütterlich wie sie. Ich versuch's. Oh, eine Sache noch. Flughörner hinterlassen Blumen auf ihrem Weg. Die Utaro würzen ein Getränk damit, um den Geist zu beruhigen. Das will ich probieren. Vielleicht inspiriert es mich. Na klar. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Flughörner. Du sagtest etwas von alten Relikten für deine Rüstung? Korrekt. Aber dieser Traum ist wie nasse Glut erloschen. Wie meinst du das? Ich habe mir Speerberichte dieser Gegend aus der Zeit der roten Raubzüge besorgt. Sie erwähnen Ruinen voller Schätze. Aber ein paar junge Rekruten haben die Schriften gestohlen und wollen sich die Relikte selber holen. Ich will sie schnappen, bevor sie mit meiner Beute davonlaufen. Vielleicht kann ich sie aufspüren. Okay, und gutes Gib ihnen auch gleich eine Tracht Prügel von mir mit, ja? Ich werde sie umbringen, ja. Deine Rüstung soll also die Wut eines Verwüsters nutzen. Klingt interessant. Es gibt welche von ihnen in der Nähe. Schieß eine ihrer Kanonen ab und ich mache meine Rüstung ebenso tödlich. Also ich kann Kanonen hierher schleppen, oder? Mal sehen, was ich tun kann. Gut, wenn du es schaffst, sammeln wir das Teil später ein. Du sagtest, du brauchst alte Maschinenteile für deine Rüstung? Ah, ja. Der Friedhof in der Nähe ist voll davon. Schreckliche Dinger. Mit einigen ihrer Teile kann ich eine Rüstung schmieden, die Angst und Unruhe bei deinen Feinden hervorrufen wird. Ich, lese das später durch. Ja, danke. Sehr schön. Ich freue mich bereits auf deinen Erfolg. Cool, wir haben alles also abgeschlossen. Ah, was hast du so? Brauchst du Maschinenteile? Oder würdest du gerne welche loswerden? Boah, das ist mir schon verkaufen. Nicht Waffen, auch keine Outfits. Ich nehme hier. Nimm das hier alles. Verkaufen, tschüss. Ja. Zurück an die Arbeit. Ja, alte Relikte, Wüsterkanonen, Rückholeigentum, Flughörner, Pflanzen. Machen wir. Gut. Und Pflanzen. Ah, die Flughörner machen hier so eine komische Pflanze hinter sich.
Also 6 Pflanzen soll ich sammeln. Endlich. Oh, die Pflanzen kann ich wohl vergessen. Ich muss irgendwo verstecken. Okay. Lass mich in Ruhe. Die Jägerin wird zu reagieren. Sie buddelt weiter. Aufgeflogen. Ich muss sie abschütteln, wenn ich an diese Blumen kommen möchte. In Sicherheit. Ich könnte nun an die Blumen herankommen. Okay. Pflanzen gesammelt. Jetzt machen wir mal die Flügelkörner kaputt hier. Den Horn los, ne? Plündere die Flugkörner, haben wir. Waren ja nur 2. War ja jetzt nicht so schwer. Das ist all die Beute, die ich brauche. Nur schade, dass ich nicht genug Blumen pflücken konnte. Aber Handa wird auch ohne sie überleben. Haben wir doch. Zum Lager zurück. Haben wir doch. Ich habe das Pflugkorn-Bauteil für dich. Und die Blumen. Hammer und Zange. Sind sie nicht atemberaubend? Blumen, nein. Hier ist deine Bezahlung. Und jetzt zu diesem Blumentrank der Utaru. Ich bin bereit für Inspiration. Ja. Ich muss... Beute, Aufträge, sammel alte Relikte. Naja, mal gucken. Was die jetzt hier von mir wollen. Es ist ja irgendwo hier. Da gefallen.
gekämpft. Könnte sein, dass die Alten hier heftig gekämpft haben. Aber das war ja hier auch ein Erdrutsch. Also von daher geht das hier wahrscheinlich genauso. Nee. Hier ist auch noch ein Panzer. Das könnte nützlich sein. Heute finde ich hier wohl nicht. Ich sollte noch zum anderen Ort aus Handas Vertrag. Ja, hier wird wahrscheinlich der Ringel sein. Den. Doch, haben wir. Ja. Für die Beuteaufträge brauchen wir auch natürlich die Verwüsterkanonen. Die finden wir hier. Und die holen wir uns jetzt mal weg. Da oben ist nämlich nur einer. Ich muss auf die Kanone zielen. Geschafft! Darf ich mir die Waffe mal ausleihen? Der war... Au. Natürlich voll reingeflogen. Müssen wir natürlich den hier ausschalten. So, wir müssen die Kanone jetzt hier hochbringen. Natürlich sehr schön, dass wir hier mit einem riesen Ding herumrennen. Irgendwas hat uns entdeckt. Ja. Ah ja, da waren hier irgendwelche Gräber. Geschafft! Ich sollte Handa sagen, dass ihre Leute das Ding holen können. Gut, Hammer. Und für die Beuteaufträge brauchen wir natürlich Rückholung des Eigentums. Erwischt! Die Spuren sollten mich zu den Dieben führen. Spuren. Und müssen wir mal hinterher. Hier ist etwas passiert. Die Richtung ändert sich. Wieso? Das nicht, ne? Hat jetzt gedacht. Schnappmäuler. Müssen die Diebe überrascht und gejagt haben. So ein Pech aber auch. Dann hole ich Handas Schriften mal zurück. Die Schriften. Sie erwähnen Ruinen bei einem Metallturm. Ich sollte die Relikte zurück zu Handa bringen, damit niemand sonst in Gefahr gerät. Okay. Machen wir. So, wir müssen hierhin, Rückholung des Eigentums. Und dazu müssen wir, denke ich, weil ich da nichts gefunden habe. Hier hoch. Und jetzt müssen wir nach Hanna zurückkehren. Ich hab was für dich.
Ich habe die Bauteile für dich und auch die alten Relikte. Ich fand sie, als ich die Diebe verfolgte. Sie hatten sich mehr Ärger aufgeheizt, als sie vertragen konnten. Ja, das ist der verbotene Westen. Wie vereinbart, hier ist dein Lohn. Ich werde diese alten Schätze sinnvoll nutzen. Mhm. Heißt das, dass du jetzt mit dem Schmieden der Rüstung anfängst? Nicht ganz. Ich machte einen Morgenspaziergang, um mich auf meine visionäre Aufgabe vorzubereiten. Und ich traf auf eine Herde Lanzenhörner. Flink, zierlich, aber kraftvoll. Die beste Rüstung im verbotenen Westen sollte ebenso sein. Dazu bräuchte ich nur ihre Teile. Vielleicht könnte ich sie für dich besorgen. Mehr wollte ich nicht hören. Okay. Ich muss gehen. Ich wünsche dir viel Glück. Ja. Rückholen von Eigentum, was kriegen wir dafür? Ein Spitzrollrückenherz, naja. Das wird meine inspirierteste Arbeit. Kriegen wir dafür? Alte Skulptur, Metallschirm. Okay. Heller jagen. Auch keine Reitmaschine. Und Lanzenhörner erledigen. Bleib doch mal hier. Da müssen wir nur 6 erledigen, also von daher. Einer weniger. Sollte vielleicht die Pfeile nehmen. Oder diesen doch besser. So, nur noch 2 Lanzenhörner. Überlassen können. Ich bringe ein bisschen Beute zum Lager, wie Handa es wollte. Okay, haben wir. Einem Angriff von ein paar Maschinen sind wir jetzt auch wieder hier. Du wolltest mit mir reden. Verdammte Arsgeier! Sie sind ein Berufsrisiko, aber trotzdem gut, dass du aufgetaucht bist. Ich helfe gern. Ich habe die Lanzenhornteile für dich besorgt. Ah. Damit wird meine Rüstung glühen wie ein Funke bei Nacht. Danke, Aloy. Fertig jetzt? Vielleicht besuchst du mal unser Hauptlager bei Fahrlicht und erlebst den historischen Moment, wenn meine Rüstung alle anderen aussticht. Klar, wenn ich schaffe. Bis bald, Handa. Mach's gut. Oh, Asche und Kohle. Naja, Farbe und Fähigkeitspunkt EP. Bolzenschießer, okay. Naja. Noch eine Waffe. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.